Wir haben in dem Video hier gehört, dass Gott zu uns spricht, also auch zu dir. Die Frage ist nur, wie spricht er zu dir? Und deswegen stelle ich dir heute verschiedene Arten vor, wie Gott zu uns sprechen kann und du guckst, vielleicht spricht er so zu dir. Ich verlinke dann jeweils ein paar Beispiele und du guckst, vielleicht hat er schon sogar so zu dir gesprochen und du hast es noch nicht gemerkt bis jetzt. Die erste Art, wie Gott zu uns sprechen kann, ist durch die Bibel. Hierzu müssen wir aber verstehen, dass in der Bibel zwei Wörter als das Wort gebraucht werden. Das eine ist Logos und das andere ist Rhema. Und das ist, was gemeint ist, lasst das Logos, das Wort, lasst das Wort täglich unter euch wohnen. Wieso? Das ist ja voll langweilig, Dennis. Muss es sein? Das ist so abgestaubt und echt ohne Power. Ich habe hier im Video hier schon drüber gesprochen, dass es wichtig ist, Bibel zu lesen. Der Punkt ist, wenn du das Logos liest, der Buchstabe, der tötet, dann kann es sein, dass der Heilige Geist es lebendig macht und es wird zu einem Rhema-Wort. Das ist das, wenn Jesus davon spricht, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeden Wort, was aus dem Munde Gottes hervorgeht. Das ist, du liest das, die Bibel und plötzlich spricht es zu dir. Das ist ein Rhema-Wort. Hier ein paar Beispiele, wie Gott durch die Bibel zu uns sprechen kann. Gut. Die zweite Art, wie Gott zu uns sprechen kann, ist durch Bilder und Visionen. Was meine ich damit? Es kann sein, du bist am Beten und plötzlich hast du für einen Bruchteil ein Bild vor Augen. Es kann sein, dass du Augen offen oder zu hast. Oder es kann sein, du bist auf dem Nachhauseweg und plötzlich bist du wie in einem Film drin. Oder es kann sein, dass du was einfach siehst über der Stadt hängen oder irgendwas ähnliches. Und wir müssen nicht diskutieren, ist es eine offene Vision, ist eine geschlossene Version, ist eine Nebenvision oder eine Schieß-mich-tot-Vision. Hauptsache, Gott spricht zu dir. Okay? Hier ein paar Beispiele, wie Gott zu mir gesprochen hat durch Bilder und Visionen. Der Punkt ist, die sind meist symbolisch. Deswegen stell die Käsefrage. Hä? Ganz einfach, wenn du was nicht verstehst, ist bei mir fast immer so, sage ich, was soll der Käse? Und dann muss es Gott mir erklären, weil er will ja mit mir kommunizieren, dann wird er mir es wohl auch erklären können. Die dritte Art, wie Gott zu uns sprechen kann, ist durch Träume. Bei mir sogar recht häufig, vielleicht deswegen, weil ich endlich mal die Klappe halte. Das ist so ein wichtiger Punkt, wenn du sagst, ich höre Gottes Stimme nie. Kann es sein, dass du immer nur quasselst beim Beten und nie zuhörst, was er dir zu sagen hat? Guter Punkt, Dennis. Versuch's doch mal mit Stillsein. Träume sind auch sehr symbolisch, also auch hier stell die Käsefrage. Was soll der Käse? Wichtig ist auch, nicht jeder Traum ist von Gott. Die meisten Träume sind wahrscheinlich einfach unser Unterbewusstsein, das was verarbeiten muss. Es kann sogar sein, dass dir der Teufel ein Kuckucksei da ins Nest legen will und dich verarschen will. Gut, es ist meist sehr einfach zu entlarven. Und die dritte Art ist, wenn Gott zu dir spricht. Deswegen kann Gott durch Träume zu uns sprechen. Hier ein paar Beispiele. Schon geklickt? Wee! Die vierte Art, wie Gott zu uns sprechen kann, ist durch unsere Gedanken. Die häufigste, aber wahrscheinlich auch die schwierigste Art, weil es fühlt sich wirklich meist an wie ein ganz normaler Gedanke. Es kann sein, dass du plötzlich denkst, oh, frag doch mal die Kassiererin, wie sie heute geht. Oh nee, Dennis, das mache ich nicht. Was, wenn das jetzt meine Gedanken waren? Ja, was wäre dann? Dann hättest du sie gefragt, wie es ihr geht. Ist es so schlimm? Nicht wirklich. Ich möchte dir Mut machen. Versuch diese Schritte, probier es aus und du wirst mehr und mehr unterscheiden können, was dein Gedanke oder seiner. Bei mir ist es dann häufig so, dass plötzlich die Gedanken wie schräg durch den Kopf gehen und dann weiß ich, es war er, der gesprochen hat. Oder wenn ich plötzlich Hochdeutsch denke oder manchmal spüre ich Kraft und dann weiß ich auch, er hat zu mir gesprochen. Kommen wir zur fünften Art. Die fünfte Art ist die, auf die haben wir schon immer alle gewartet. Das ist die hörbare Stimme Gottes. Ehrlich gesagt, hier werde ich dann kein Beispiel haben, weil ich habe das noch nie so gehört. Deswegen stelle ich dir auch all die Arten vor, weil es kann sein, dass du ihn nur hörbar hörst, aber nie eine Vision hast. Oder es kann sein, dass du viele Träume hast, aber nie ein Bild. Oder es kann sein, dass du viele Gedanken hast. Du verstehst doch, was ich hinaus will. Ich habe das noch nie gehört. Es kann aber sein, dass du plötzlich wirklich hörbar, akustisch hörbar die Stimme Gottes hörst. Es kann sogar sein, dass die um dich herum das auch hören. Kann aber auch sein, dass sie sagen, ja, das war nur Donner. Hier werden dann früher oder später sicher auch Beispiele von meiner Frau oder Freundin von mir kommen. Oder vielleicht höre ich ihn ja heute hörbar. Wäre auch schön, dann hätte ich dann auch ein Beispiel. Die sechste Art, wie Gott zu uns sprechen kann, ist durch eine göttliche Heimsuchung.
Was meinst du damit, Dennis? Ganz einfach, es kann sein, dass heute bei dir plötzlich ein Engel in der Stube hockt. Oder es kann sein, dass der Heilige Geist dich plötzlich ganz stark berührt. Oder es kann sein, dass wirklich Jesus in einer Gestalt bei dir vorbeikommt und dir was sagt. Das ist alles möglich. Und auch so kann Gott zu uns sprechen. Hier die Beispiele. Schon geklickt oder was? Die siebte Art sind körperliche Empfindungen. Es kann sein, dass du plötzlich die Kraft Gottes spürst, also die Salbung, die von dir fließt. Es kann sein, dass du Gegenwart spürst auf deinen Körper. Es kann sein, dass du empathisch einen Schmerz spürst, der jemand anders hat. Es kann sein, dass du ein Zwicken spürst, weil dich ein Engel kneift oder was auch immer. Körperliche Empfindungen. Hier die Beispiele dazu. Kommen wir zur achten Art. Die achte Art ist viele weitere Arten. Der Punkt ist, ich habe dir jetzt ein paar Arten vorgestellt, aber es kann sein, dass Gott bei dir ganz anders ist. Es kann sein, dass du SMS kriegst von ihm. Das wird wahrscheinlich keiner glauben, wenn das so der Fall ist, aber ist möglich. Ich meine, Gott kann alles. Es kann sein, dass du was riechst. Es kann sein, dass du, weiß nicht was, ich habe oft, dass plötzlich ich dann Lieder singe und dann durch das Lied, was ich singe, spricht dann Gott zu mir. Es ist fast alles möglich. Der Punkt ist, Gott will zu dir sprechen. Eben wie gesagt, haben wir in dem Video hier angeguckt. Und die Frage ist, wie, und viel Spaß beim Rausfinden und genieße es, seine Stimme zu hören.